Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Minecraft Let's Play. Ja, ich fange nur an. Ich werde hier eben mal den Startpunkt ein bisschen markieren. Hoppala. So, unser Startpunkt hier. Und ja. Neuer Server, neues Glück. Ich werde euch im Laufe dieser Folge erklären, warum. Und ich bin mir sicher, dass wir hier wieder, genau wie in Griesbach, ein schönes Projekt hinbekommen. Fakt ist, der Kollege, mit dem ich da zusammen auf dem Server gezockt habe, der meinte, er könnte alles besser, was weiß ich was, und hat dann angefangen zu beleidigen und alles, und ja. In dem Sinne habe ich mich von ihm komplett getrennt. Ich habe neue Folgen noch auf Griesbach aufgenommen gehabt, aber Problem ist einfach, die Erinnerungen sind im Prinzip da und da habe ich nicht wirklich Lust drauf. Das ist das Problem. In dem Sinne will ich im Prinzip komplett neu starten hier, was man, denke ich, auch verstehen kann. Und ja, in dem Sinne starten wir hier im Prinzip einmal komplett neu, was wir aber definitiv hinkriegen sollten. Spitzhacke machen wir auch. Dann machen wir uns noch eine Schaufel. Was ist da draußen los? Ich weiß nicht was. Paar Einstellungen werde ich noch machen müssen, aber das kriegen wir alles hin. Ich werde noch mal hier eine Eiche fällen, beziehungsweise von mir zwei Eichen. Dass wir auch noch ein bisschen Holz zusammenbekommen. Wir brauchen Steine. Dazu nehmen wir am besten mal die Schaufel und graben uns hier rein. Dass wir hier noch ein paar Steine bekommen. Bruchstein brauchen wir eine ganze Menge, 8 Stück mindestens. Dass wir das auf jeden Fall nutzen können. Bezüglich Fackeln. Ich habe mich jetzt noch nicht auf die Suche nach einem Dorf gemacht. Ich wollte mit euch hier direkt am Startpunkt diesmal starten. Und wir suchen natürlich nicht Griesbach, sondern Grünbach. Diesmal ist es Grünbach. Und das wollen wir natürlich nutzen. Ich habe gerade ein Schaf gehört. Ja, hier sind Schafe. Ich sehe eine Zahl 2 Schafe. Das bringt uns aber gar nichts, weil wir mindestens 3 brauchen. Für ein Bett 3 weiße Wolle. Von daher wird es, denke ich mal, ein bisschen problematisch werden. Ansonsten werde ich mich hier drin verschanzen erstmal. Ist ja kein Problem. Das ist ja nicht das Problem. So, einen Ofen bauen wir. Wir brauchen Kohle, das heißt, wir brennen hier einmal Holz.
Dann können wir direkt auch eine Spitzhacke wieder machen. Hier mit Stein. Dann können wir die andere Spitzhacke von mir jetzt auch noch brennen. Brauchen wir nicht mehr. Wir können im Prinzip jetzt eine Steinaxt bauen. Dann kann die andere auch brennen. Dann können wir im Prinzip nochmal hier Holz fällen. Da ist ein Setzling runtergekommen, sehr geil. Wir fällen nochmal den einen Baum hier. Den Baum nehmen wir auch direkt mit, die Birke. Und die Eiche nehmen wir auch noch direkt mit. So, sehr gut. Wie gesagt, kompletter Neustart diesmal leider. Wieder, aber kann man nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Wenn es so ist, dann ist es so, ne? So ungefähr. So, ich baue jetzt noch eine Türe eben schnell. Dass wir hier geschützt sind. Damit hier nichts großartig passiert, ne? In der Zeit können wir gucken, dass wir natürlich weiter hier Material abbauen, um ein bisschen Stein zu kriegen. Großartig viel transportieren können wir nicht, weil wir kaum Platz im Inventar haben. Das kennen wir ja schon. Aber ein bisschen größer können wir das hier machen, ne? Ein bisschen größer können wir das hier schon machen. So. Gut, wir haben ein bisschen Kohle, wir haben ein bisschen Holz. Das werden wir dann auch mitnehmen auf die Reise, um zu sehen, wo Grünbach ist. Wir werden uns ein schönes Dorf aussuchen. Ich habe keine Ahnung, wo Dörfer sind jetzt gerade auf der Map. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was uns erwartet hier in diesem Let's Play auf diesem Server. Und ich freue mich natürlich über ein schönes Projekt. Wir werden diesmal komplett alleine bleiben. Auf dem Server. Ich werde keinen mit dazu holen diesmal. Den Fehler werde ich diesmal nicht machen. Ich hatte versucht, im Prinzip Griesbach auf einen anderen Server zu ziehen, habe da, wie gesagt, noch ein paar neue Folgen aufgenommen, aber trotzdem die Erinnerung ist drin und ich will einfach komplett neu anfangen und dann ist gut. So, ja, wir müssen jetzt im Prinzip die Nacht abwarten, weil wir kein Bett haben, leider, aber okay, ist jetzt kein großes Problem, kriegen wir hin. Nacht abwarten dauert ein bisschen, ist halt so, kann man nicht ändern. Wir können aber trotzdem mal gucken, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen Eisen finden, vielleicht schon mal. Das wäre natürlich eine gute Variante. Eisen wäre ja nicht schlecht. Hätten wir was zu tun in der Nacht. Ansonsten holen wir Bruchstein hier rein. Geht's raus wahrscheinlich wieder. Sieht aber nicht so aus, als wenn hier was wäre an Eisen.
Ja, die Nacht, die läuft. Die läuft, die läuft, die läuft, die Nacht. Werden wir schon hinkriegen. Werden wir schon hinkriegen. Wie gesagt, wir suchen uns ein wirklich schönes Dorf. Gucken mal, was wir finden können. Wir machen uns dann am nächsten Morgen direkt auf die Suche nach einem schönen Dorf, wo wir uns niederlassen wollen als Bürgermeister. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie die Dörfer aussehen. Die werden wahrscheinlich total mickrig sein. Wieder, klar. Wird nicht viel los sein, aber wir werden das schon schaffen. Ich spiele übrigens in der Version 1.16. Ich glaube 1.16.5 ist das, ne? Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Ich meine 1.16.5. Steht's hier? Ja, da oben. Oben links steht's. 1.16.5. In der Version spielen wir gerade aktuell. Und ich würde auch in der Version bleiben. Da das Texture-Paket von Operation halt nur bis 1.16.5 geht, würde ich dann auch nur bis 1.16.5 gehen und nicht höher. Es sei denn, es kommt mal ein neues Update, aber das glaube ich momentan eher nicht. So, ich bin mal gespannt. Die Nacht, die läuft. Ich habe keine Ahnung, was da draußen los ist. Wir werden uns überraschen lassen, mit Sicherheit. Die ganze Welt ist unser. Wir haben die ganze Welt zu bauen. Von daher, da können wir einiges tun. Müssen einiges machen und ich freue mich drauf. Ich freue mich tierisch drauf, hier aktiv zu sein. Wie gesagt, die Nacht, die dauert jetzt ein bisschen. Wir müssen gucken, dass wir weiße Wolle kriegen für ein Bett. Holzbretter haben wir eigentlich genug. Da können wir, dürften wir keine Probleme mit haben, ne? Da dürften wir keine Probleme mit haben und ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Leute. Ich freue mich schon drauf. Definitiv. So, ich bin mal gespannt, wo Dörfer sind. Sehen kann ich noch nichts großartig und nicht an Monstern gerade, komischerweise, aber okay. Die Nacht, die ist noch dran. Die läuft noch die Nacht. Geht's hier noch weiter? Komm, machen wir nochmal eine Reihe weg hier. Was wir haben, haben wir auch an Material hier, ne? Das ist machbar. So. Alter, wie lange dauert denn die Nacht? Die Nacht dauert ja Ewigkeiten. Ungewohnt. Ungewohnt, Leute. Ah, okay, wenn man die Nacht immer überspringt, ist ja kein Wunder, ne? Dann ist ja kein Wunder, Leute. Aber gut, kriegen wir alles hin. Ah, da geht der Mond gerade. Da geht der Mond gerade unter. Zu langsam. Das heißt, es müsste eigentlich bald hell werden. Die Sonne geht bald auf. Man sieht schon, das Morgengrauen. Es wird schon langsam heller. Sehr cool. Es wird langsam heller, Leute. Richtig, richtig cool. Sehr schön.
Das gefällt mir doch sehr gut. Das gefällt mir doch sehr gut. Ihr seht, der Mond geht unter. Und wir ziehen jetzt gleich los. Sollen wir die Sachen mitnehmen? Wir nehmen die Sachen mit. Wir nehmen die Sachen mit und begeben uns auf die Reise. Was ich aber vergessen habe, pass auf, dann will ich nach ihm machen. Nein. Ein Steinschwert zur Verteidigung wäre nicht verkehrt. Das wollte ich mir jetzt nach eben schnell machen. Dass wir hier Verteidigung haben. Beziehungsweise. Ja, seht ihr? Ein Creeper. Fängt ja schon gut an, ne? Fängt ja schon gut an. So, war hier nicht schon noch vorhin ein Schaf? Nee, ne? Nee, schade. Das sind zwei Schafe, zwei weiße, ein schwarzes. Komm, schwarzes Schaf. Danke sehr. So, wir ziehen jetzt in diese Richtung. Ich möchte mir aber trotzdem noch die Koordinaten hier aufschreiben. Eben vom Startpunkt. Habe ich ein Blatt? Irgendwo habe ich Blätter da oben. Dann schreibe ich mir doch noch die Koordinaten auf vom Startpunkt. 212 minus 251. Okay. Gut, dann ziehen wir jetzt mal in die Richtung, ich würde sagen, dahin. Wir wollen gucken, wie es aussieht, ob wir irgendwas finden an Dörfern. Ich bin mal gespannt. Wir bräuchten noch eine weiße Wolle, dann könnten wir hier einmal ein Bett bauen. Aber auch da bin ich mal gespannt, ob wir da noch was finden. Mit Sicherheit. Da. Kühe hätten wir auch gefunden. Sehr cool. Das Schaf muss leider dran glauben. Sorry, Schaf. Dann werden wir uns ein Bett bauen. Bauen wir die Werkbank auf. Wir bauen uns schnell das Bett. Ich sehe gerade auch die Folge ist vorbei, Leute. In dem Sinne, danke euch schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hier auf der Suche nach dem Dorf Grünbach. Ich sage einmal bis dahin. Servus und tschüss.